Ja, dann möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Online-Veranstaltung. Das ist für mich die erste, die ich moderiere. Also verzeihen Sie mir, wenn das nicht ganz so professionell rüberkommt. Also mein Name ist Mehmet Çelel. Ich bin wissenschaftlicher Referent bei Maimonides und bin Politik- und Diplom-Sozialwissenschaftler und komme aus der Gedenkstättenpädagogik. Und habe deswegen ein sehr praktisches Interesse am Thema. Und möchte jetzt zuerst natürlich unsere Referentin, Frau Dr. Ruth Aytan, begrüßen, die den weiten Weg aus Israel gekommen ist, um an unserer Veranstaltung teilzunehmen. Frau Aytan Wenn studiert du daher, magst. wie bitte? Entschuldigung. Okay. Frau Aytan studierte an der Ben-Gurion University in Israel Geschichte und Politikwissenschaften und promovierte an der gleichen Universität zum Thema Urburschenschaften. Später lehrte sie unter anderem auch an der Ben-Gurion University deutsche und moderne Geschichte, ist also eine ausgewiesene Expertin zum Thema. Außerdem möchte ich begrüßen, ist der Herr Pfeil anwesend? Nein, okay, dann Doch, 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 ich bin da. doch, Herr Pfeil, ich sehe Sie gar nicht. Ah, jetzt, hallo Herr Pfeil. Ja, den Herrn Dr. Pfeil, der Geschäftsführer des Weiterbildungszentrums Ingelheim ist und natürlich die beiden Geschäftsführer von Maimonides selbst. Herrn Dr. Peter Waldmann und Herrn Imam Mustafa Cimşit. Da bin ich auch schon beim Stichwort. Herr Cimşit, Sie haben das Wort für ein Grußwort als Gastgeber. Herr Cimşit. Ja, vielen Dank, Herr Schinnell. Ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auch im Namen unseres Bildungswerks Maimonides, jüdisch-muslimisches Bildungswerk. Diese Veranstaltung findet gemeinsam in Partnerschaft mit dem Weiterbildungszentrum Ingelheim statt, dessen Leiter und Direktor Herr Dr. Feil hier unter uns ist. Der auch gleich ein paar Worte zu Ihnen richten wird. Unser Bildungswerk Maimonides, jüdisch-muslimisches Bildungswerk, ist ein junges Bildungswerk, fast 2 Jahre alt aktiv. Und die Gründung geht auf eine jüdisch-muslimische Freundschaft zurück zwischen Herrn Dr. Peter Waldmann und meiner Wenigkeit. Und ist jetzt eine institutionalisierte, ein schwieriges Wort, institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Jüdinnen, Juden und Musliminnen und Muslimen. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir wieder eine Zusammenarbeit auf den Weg gebracht haben und Frau Dr. Aytan hier für diesen Vortrag gewonnen haben, die uns mit ihrer Expertise einen wichtigen Einblick in die Thematik geben wird. Von daher möchte ich das Wort kurz halten und an die Moderation zurückgeben und wünsche Ihnen einen angenehmen und fruchtbaren Vortrag. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank, Herr Cimşit. Herr Dr. Feil, Sie haben es gehört, Sie haben als Mitgastgeber natürlich auch die Möglichkeit für ein Grußwort, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Schennell. Meine Damen und Herren, ich bin mir ganz sicher, Sie sind alle hauptsächlich hier in diesem Online-Seminar, um mein Grußwort zu hören. Deswegen dachte ich, werde ich jetzt die nächsten 30, 35 Minuten. Nein, Spaß. Ich freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass wir gebeten worden sind, hier als Kooperationspartner an dieser Veranstaltung mitzuwirken, die ich ganz toll finde. Ich habe das Maimonides Bildungswerk vor einigen Wochen tatsächlich oder Monaten kennengelernt, oute mich aber gerne als großer Fan der Idee, die Mustafa Cimşit und Dr. Peter Waldmann dazu gebracht hat, dieses Bildungswerk zu gründen und zwischen unserer Fridtjof Nansen Akademie für politische Bildung und dem im Weiterbildungszentrum und dem Maimonides Bildungswerk
Ich glaube, das kann eine ganz wunderbare Partnerschaft werden. Wir arbeiten an ähnlichen Themen. Wir haben ein ähnliches Selbstverständnis. Wir haben eine ähnliche Philosophie, wenn man das so nennen möchte. Aber wir haben doch ein sehr eigenes Profil, das sich ganz wunderbar ergänzt an vielen Punkten. Ganz davon abgesehen freue ich mich, dass ich es bei Maimonides Bildungswerk auch noch mit sehr netten Menschen zu tun habe, mit denen man noch einfach sehr, sehr gerne kooperieren kann und mit denen man gut, wunderbar neue Ideen, neue Wege verfolgen kann. Insofern freue ich mich sehr auf den Start dieser Zusammenarbeit, die ganz bestimmt aber, wenn es nach mir geht, auch nicht das Ende unserer Zusammenarbeit sein wird. Unsere Kooperation heute hier findet unter dem Dach der Partnerschaft für Demokratie Ingelheim statt. Das ist ein Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren, institutionell wie individuell, aus Ingelheim und der unmittelbaren Umgebung, die sich für Demokratie einsetzen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen und die sich für eine lebendige Erinnerungskultur einsetzen. Und gerade dieses letzte Schlagwort erklärt, glaube ich, sehr einfach, warum ich so begeistert davon bin, heute hier dabei zu sein und Dr. Ruth Aitan auch nochmal ganz herzlich zu begrüßen. Ich freue mich, ich hätte Sie liebend gern heute Abend hier in Präsenz im Weiterbildungszentrum gehabt. Das geht im Moment leider nicht. Online-Seminare sind eine gute Krücke, aber sie sind eine Krücke. Und ich freue mich sehr, irgendwann dann, wenn die Zeiten wieder besser sind, Herrn Schennell und Sie, Frau Dr. Aitan, gerne gemeinsam mit dem Maimonides Bildungswerk auch dann doch nochmal für eine andere Veranstaltung hier in Präsenz in Ingelheim begrüßen zu dürfen. Ich danke und wünsche allen Teilnehmenden eine wunderbare und ertragreiche Veranstaltung. Herr Schennell, zurück an Sie. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Pfeil. Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze von mir als jemand, der in die politische Bildung gekommen ist über die Gedenkstättenarbeit. Ich bin in Hadamar aufgewachsen, den Standort der Gedenkstätte Hadamar. Wurde mir eigentlich erst durch die Zusammenarbeit mit Frau Aitan bewusst, wie viele Parallelen es gibt in der Bedeutung von Erinnerungskultur für das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland wie auch Israels und wie wenig wir aber über die Erinnerungskultur in Israel wissen. Eigentlich seltsam. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir durch Maimonides diese Zusammenarbeit ermöglicht haben. Und damit möchte ich Ihnen das Wort geben, Frau Dr. Aitan. Entschuldigen Sie, lieber Mehmet, ich muss kurz eine kurze Ansage machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Veranstaltung wird zum Zwecke der Veröffentlichung auch auf YouTube-Kanal aufgezeichnet. Richtig. Diejenigen, die nicht aufgezeichnet werden möchten, können natürlich gerne ihr Video ausschalten. Vielen Dank. Danke, Mustafa. Also, Ruthie, du hast das Wort. Erinnerungskultur im Kontext, Holocaust-Ethos in Israel. Danke sehr. Danke, Mehmet. Danke euch alle. Ich bin sehr berührt. Man muss ehrlich sagen, euch alle hier zu sehen, ist für mich sehr sozusagen emotional. Und natürlich würde ich gerne euch alle physisch sehen, aber das geht leider nicht. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr alle hier seid. Und ich begrüße euch alle, neue, alte Freunde, Kollegen. Das ist meine Ehre, hier zu sein. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben hatten, mit euch darüber zu reden. Darüber zu reden bedeutet über fast meine Vergangenheit, weil ich muss ehrlich sagen, dass die Themen hier sind fast meines Lebens und die reflektieren auf die Erinnerung und Experimente sozusagen, das ich gemacht hatte als Kind und auch als Erwachsene. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, weil Sie würden gleich sehen, dass mein Deutsch kein Beamtendeutsch ist und ich mache sehr viele Fehler. Ich kann auch wohl stolpern über verschiedene Wörter, dann bitte ich bitte um Entschuldigung und sozusagen Toleranz, dass ich nicht so gut rede, aber ich versuche es doch und ich hoffe, dass es wird doch klappen. Dann vielen, vielen Dank nochmals. Das staatliche Bildungssystem in Israel entwickelte sich vor dem Hintergrund der zionistischen Geschichtsschreibung und aus der Notwendigkeit, einen nationalen jüdischen Charakter zu schaffen. Im Jahre 1976
würde im Jahresbericht des Erziehungsministeriums festgehalten. Die Grundlage der israelischen Kultur bildet eine gemeinsame Kultur, die ihre Lebendigkeit aus der gemeinsamen Vergangenheit und aus den gemeinsamen Zielen für die Zukunft bezieht. Die in diesem Zitat erwähnte gemeinsame Vergangenheit bezieht sich auf die Geschichte und die Traditionen der israelitischen Gemeinden während der Diaspora. Wenn die Formulierung gemeinsame Ziele für die Zukunft sich eigentlich auch auf die Vergangenheit bezieht, nämlich auf die jüdische Vergangenheitserfahrung, welche in ein einziges Ziel münden muss, der Staat Israel. Um dieses Ziel zu erreichen, war es erforderlich, ein übergeordnetes nationales Narrativ zu schaffen, das ein Beziehungsgefüge aus religiösen und ethnischen Werten liefert und die Gründung für den Aufbau einer neuen jüdischen Gesellschaft in Eretz Israel, dem Land Israel, bereitet. Die Ursprünge dieser Bestrebungen, die sich in den Lehrplänen des Staates Israel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts niedergeschlagen haben, gehen auf die zionistische Bewegung zurück. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die zionistische Bewegung und der neue jüdische Yishuv, wie die jüdischen Siedler und Besiedlungsgebiete damals bezeichnet wurden, darum bemüht, ein historisches Bewusstsein zu etablieren und das Bild einer Vergangenheit zu zeichnen, das sich durch eine homogene Einheitlichkeit auszeichnete und dazu beitragen sollte, die nationalen Werte des sich in seinem Lande erneuernden Volkes Israel herauszubilden. Und so entwickelte sich im Beginn der jüdischen Besiedlung im Lande Israel ein besonderer Dialog zur Definition der zionistischen und späteren israelischen Ich in Abgrenzung zu dem anderen, dem Exiljuden oder dem Mizrachi oder orientalischen Juden. Orientalische Juden sind diejenigen, die sind keine Aschkenasi-Juden, meistens aus Balkanländern oder Nordafrika und auch Persien und Irak, beziehungsweise Mizrachi sind keine Aschkenasi. Diese Entwicklung war unter anderem gekennzeichnet von der Wiederbelebung der hebräischen Sprache, in die kollektive Ausdrücke eingebettet wurden und bei der Begriff wie beispielsweise Immigration oder Einwanderung durch die Verwendung des hebräischen Wortes Aliyah ersetzt wurden, um den Aufstieg in das Land Eretz Israel zu verdeutlichen, der Heimatstätte des hebräischen sprechenden israelischen Juden, der sich von schwerer Arbeit ernährte, das Land besiedelte und fruchtbar mache und die antike hebräische Kultur wieder zum Leben erweckte. Eine Kultur, die seit der Zerstörung des Tempels und dem Auszug Israels in die Diaspora als ausgestorben galt. Die zionistische Bewegung, der es darum ging, dem Ethos der zionistischen Heldentums im vollen Umfang auszukosten, prägte den Mythos der zionistischen Heldenstadt. Dieser Mythos berührte zum größten Teil auf eine Ablehnung des Exils. Der Zionismus sah sich der Notwendigkeit einer radikalen Änderung des jüdischen Bewusstseins und der Realitätsbedingungen jüdischen Lebens gegenüber und war deshalb auf einen Mythos angewiesen, der diesem Ansprüchen gerecht wurde. Der Mythos des Helden versinnbildliche Menschlichkeit und Stärke, Attribute also, die aufgrund des jahrhundertelangen Lebens im Ghetto unterdrückt worden waren. Mit dem personifizierten Mythos des Helden sollte eine Veränderung bewirkt werden. Den Juden, die im 2000 Jahre der Diaspora in alle Richtungen zerstreut worden waren und die dringend eine greifbare Möglichkeit zu überbrücken der Kluft zwischen ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft benötigten, sollte ein Ideal präsentiert werden, das Identifizierung und gegenseitige Annäherung und Unterstützung ermöglichte. Der sogenannte Muskeljudentum
ist ein Begriff, der Max Nordau in seiner Rede auf dem 2. Zionistenkongress in Basel im August 1898 geprägt hat. In seiner Rede ging er um die Gestaltung des neuen Juden und die Ablehnung des alten Diaspora-Juden. Laut Nordau ist das muskulöse Judentum die Antwort auf Judennot. Und nur eine gesunde Seele gehört zu einem gesunden Körper. Das war sozusagen der Ideal. Der neue zionistische Held war deshalb groß, hatte hellblaue Augen, sehr jüdisch, einen kühnen Blick und eine geschwungene Stirnlocke. Er pflügte mit der einen Hand das Land, während er mit dem anderen das Land verteidigte. Er verkörperte die moderne Alternative zum Bild des gedemütigten und verweichlichten Exiljuden, der sich in sein Kämmerlein zurückzog, verfolgt wurde und sich mit unproduktiven Arbeiten beschäftigte. Ähnlich den Mustern, die in den nationalen Bewegungen in Europa des 19. Jahrhunderts und vor allem in der deutschen romantischen Bewegung verwurzelt sind, verkörperte diese Image eines Helden mit Pioniergeist das Bild eines unerschrockenen Kämpfers, der bereit war, sein Leben auf dem Altar der Nation zu opfern. Rund um diese verstaatlichen Mythen würde ein Netz aus Heldengeschichten gewoben, die sich als verbindende Ereignisse fest im kollektive Gedächtnis der israelischen Gesellschaft verankerten. Dies war eine Gelegenheit, um der Jugend in Eretz Israel erneut vor Augen zu führen, dass das Ende des Weltkrieges infolge einen Kampf um das Heimatland herbeiführen würde. Die Heldengeschichten wurden in Besitz genommen zugunsten des Blutes, das im künftigen Kampf um die Befreiung des Landes vergossen werden würde. Der Holocaust des europäischen Juden beschleunigte diese Entwicklung und lieferte die Legitimation für das neue geformte Image und die Vertiefung der Kluft zwischen dem Wir und dem Ihr, um es legitimierte zugleich auch die überlegene Stellung all derer, die im Kampf um Eretz Israel die Wiederaufstehung des jüdischen Volkes im Lande Israel miterlebt hatten. Entschuldigung. Der Holocaust diente gleichzeitig als Katalysator für eine neue Form der Erziehung, mit der verhindert werden sollte, dass ein erneuerter Holocaust über den in Zion auferstandenen Volk hereinbrechen würde. Junge Menschen würden dazu aufgerufen, die Waffen zu ergreifen und die Kunst des Krieges zu lernen, und gleichzeitig fand eine Glorifizierung der Armee, ihre Befehlshaber und Soldaten statt, denn sie waren diejenigen, die diese Lektion in die Tat umsetzten. Als Teil der Debatte über den Wesen der neuen jüdischen Identität, die im Lande Israel auferstehen sollte, brachten Denker und Schriftsteller, führende Persönlichkeiten und gesellschaftliche Gruppen, die die zionistische Bewegung in ihrer gesamten facettenreichen Bandbreite repräsentierten, in ihren Schriften die Sehnsucht nach Ehre, Heldentum, Stärke und nach einer anderen jüdischen Persönlichkeit zum Ausdruck. Ehre, Mut und Stärke sollten Inhalt und Ansporn zu jüdischem Aktivismus sein, mit dem die Loslösung von der jüdischen Vergangenheit sichergestellt werden sollte. Die Armee würde wahrgenommen als etwas, das die neue Staatlichkeit verkörpern und den Grundsatz einer Kombination aus Pioniergeist und der Verpflichtung gegenüber dem Staat zum Ausdruck bringen sollte. Erforderlich war ein Pioniergeist, der alles umfasste, sprich eine Gesellschaft, die sich in einem stetigen Zustand der Mobilisierung befindet bis heutzutage. Es muss daran erinnert werden, dass die politische Führung des Staates niemals als etwas Selbstverständliches betrachtete, sondern als etwas, das stets von Neuem definiert und aufgebaut werden müsse. Angesichts der zionistischen Heldenvision, die jüdische Diaspora zu negieren, ist es leichter zu verstehen, wenn auch nicht unbedingt zu akzeptieren,
welche Rolle die Instrumentalisierung des Holocaust von der Regierung der israelischen Arbeitspartei in den drei ersten Jahrzehnten nach der Einweihung des Staates Israel spielte. Zitat: In der Verbindung zwischen Erinnerung und nationaler Identität liegt der Tod, schrieb Professor Edith Sartal. Der Tod der überwiegenden Mehrheit der jüdischen Volkes, das laut der zionistischen Bewegung unterwürfig und passiv ohne Widerstand in den Tod marschierte, würde nicht als schöner Heldentod angesehen. Obwohl die Führer der jüdischen Gemeinde in Israel keine Ahnung hatten, was das Leben unter die Nazi-Besetzung bedeutete, war der Tod mit der Waffe der einzige würdige und heroische Tod. Gemäß ihrer Vision der neuen zionistischen Heldenerzählung wurden Ghettokämpfer, Partisanen und Mitglieder der zionistischen Jugendbewegungen von der allgemeinen jüdischen Bevölkerung in der Diaspora abgeschnitten, um als israelische Helden benannt zu werden. Sie hatten Namen, Gesichter, sie konnten identifiziert werden. Sie waren nicht Teil der passiven Masse, die sich wie Schafe zum Schlachtband führen ließen. Aufstandshandlungen würden zu einem würdigen Tod für die jüdische Heimat. Hier muss ich etwas ganz persönlich sagen. Meine Eltern waren nur Holocaust-Überlebende, beziehungsweise die haben das Krieg in Russland überlebt, in keine KZs und so weiter. Die waren 7 Jahre in Zwangsarbeit in Russland. Aber das war nur zum Überleben, wenn ich war in die 5. Klasse und habe über den Holocaust zuerst mal so gelesen und gelernt, habe ich mich in meine Eltern geschämt, weil die waren nur Überlebende. Sie waren keine Helden, sie haben keine heroischen Taten gemacht. Und dieses Gefühl hatte ich eine längere Zeit, bis ich erwachsen war und habe verstanden, die Sachen, dass ich euch danach erklären sollte. Aber es war eine Schande, die waren nur Überlebende, keine Helden. In der Folge würden Rebellen, die nicht zu dem explizit zionistischen Jugendbewegung gehörten, völlig vergessen und aus der offiziellen Geschichtsschreibung ausgeschlossen. Die zionistischen Jugendbewegungen gehörten völlig vergessen und aus der, Entschuldigung, die zionistischen Führer in Israel haben sehr wenige heroische Anstrengungen unternommen, um die Juden in der Diaspora zu retten. Die Debatte über diese Frage wird in Israel auch heute noch geführt. Es ist zu erwähnen, dass der politische Einfluss der zionistischen Führer begrenzt war. Sie hatten quasi keine militärische Macht. Sie führten Krieg gegen die arabischen Randalierer und das britische Mandat und litten unter internen Konflikten. Daher war es so eindringende Notwendigkeit, sich die Aufstandsereignisse anzueignen und den Aufstand im Warschauer Ghetto im Besonderen zu einem heiligen Verherrlichungssymbol der zionistischen Jugendbewegung zu erklären. Heroismus als Sühne für die eigene Schwäche der Zionisten und die Unterwürfigkeit der Massen, wie der Dichter Nathan Altermann sie beschrieb. Zum Tod geführt, an dem Rest ihrer Streitkräfte geklammert und im Laufe dieses Existenzkriegs alle Überreste von Stolz und Menschenwürde verloren. In Ermangelung einer regulären Armee war es politisch notwendig, die zionistischen Helden praktisch von dem Stereotypen der Diaspora-Juden zu trennen und jüdisches Heldentum zu fördern. Angesichts der bevorstehenden Kämpfe gegen die arabischen Nationen und der dringenden Zahl von Juden in Israel würde es dringend notwendig, die Überlebenden aus dem Holocaust nach Israel zu bringen. Die meisten Gründungsväter fürchteten laut David Ben-Gurion die Ankunft von beschädigter Juden. Die zionistische Bewegung wünschte sich wegweisende Juden, die Israel aus ihrem Innern glauben und ihrer reinen Überzeugung wählen und nicht als Folge von Tod, Verfolgung und Antisemitismus. Die Führer der Arbeitspartei äußerten sich ziemlich brutal gegen die Überlebenden und bezeichneten sie als menschlicher Staub.
Sie wurden beschuldigt, nicht koschere Wege, und das ist ein Understatement. Eigentlich hat man die beschuldigt, selbst schuld, dass das euch passiert hatte, weil ihr seid nicht nach Israel ausgewandert, gewählt zu haben, um am Leben zu bleiben, die Läuse des Ghettos in die israelische Gesellschaft zu bringen, sagte aber Kovner, selbst ein Überlebender. Und als diejenige, die das Blut reiner Israelis mit ihren Diaspora-Gewohnheiten und Kulturen verunreinigen. Ich muss ehrlich sagen, dass die Juden übertrafen immer die besten Antisemiten, nur weil wir es können. Als sich die schrecklichen Nachrichten über das Schicksal des europäischen Judentums verbreiteten, wurden auch tiefes Besorgnis über den Eintritt berüchtigter jüdischer Kollaborateur geäußert. Jüdische blaue Polizeimitglieder, Leiter des Judenrats im Kapus. Die gebürtigen Israelis missachteten und verabscheuten die Überlebenden und nennten sie Seifen, in Anlehnung an die Buchenwald-Experimente. Sie verspotteten ihre Exilsprachen, ihre Lebensweise, ihre Kleidung. Professor Hanna Jablonka behauptet, dass das Fehlen eines umfassenden Bildes von dem, was bis 1947 mit dem europäischen Judentum geschah, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Holocaust-Bewusstseins gespielt hat, obwohl schreckliche Geschichten Israel erreichten. Den Juden Eretz Israel fiel es schwer, das Geschehene zu akzeptieren. Sie leugneten die Geschichten oder fühlten sich schuldig, dass sie ihren Familien nicht helfen konnten oder auch, dass sie ihre Heimatstätte verlassen haben, um Zionisten zu sein in Israel, und konnten ihre Familien nicht retten. Die Nürnberger Prozesse, bei denen die Richter nur die Taten der Mörder betrachteten und die Stimmen der Opfer nicht hörten, hatten auch einen tiefgreifenden Einfluss auf den Umgang mit den Opfern im Land Israel. In dieser Zeit gab es keine andere historische Perspektive als der Wunsch, sich ans Heldentaten zu erinnern und die Wunden zu verbergen. Die Überlebenden des Holocaust, die Ende der 40er Jahre ins Land kamen und die Anfang der 50er Jahre eintreffenden Einwanderer aus Nordafrika, wiesen sowohl in kultureller als auch in sprachlicher, ethnischer, religiöser und ideologischer Hinsicht völlig andere Merkmale auf. Die meisten von ihnen waren mit den zionistischen Grundsätzen nicht vertraut und ein Teil von ihnen war hergekommen, weil sie keine andere Wahl hatten. Ben-Gurion, der über den Pluralismus beunruhigt war, der durch die Neueinwanderer entstehen konnte, behauptete, dass das neue Israel keine Nation sei und es an Einheitlichkeit und Bewusstsein fehle. 1948 neigte der militärische Rekrutierungsdienst dazu, junge Postüberlebende vor allem aus Ungarn ohne Ausbildung oder Hebräischkenntnisse direkt von den angelegenen Schiffen ins Schlachtfeld des Unabhängigkeitskriegs zu schicken. Die traumatisierten Überlebende, die nicht zu kämpfen bereit waren oder die hebräische Befehle auch nur ein wenig verstanden, flohen manchmal aus Angst von Schlachtfeld oder verstanden die Befehle nicht und würden daher als Verräter bezeichnet und zum Teil von ihren Kameraden hingerichtet. Meine liebe gottselige Mutter ist auch nach Israel gekommen, nach 7 Jahren Zwangsarbeit in Russland und noch in DP-Camps und sozusagen zu Fuß von Kassel bis Marseille gelaufen. Und dann, als sie nach Israel kam, war sie schon 3 Monate schwanger mit meiner Schwester und sie sollte rekrutiert sein in Armee. Das war für ihr ein riesengroßen Schock. Sie konnte es nicht verstehen. Die haben ihr entlastet. Aber dann waren auch alle Juden desinfiziert mit DDT und 30, 40 Jahre sind sie alle aus Krebs gestorben. Nur dass die würden die Läuse von Ghetto nicht nach Israel bringen. Daher sollte die Tatsache nicht ignoriert werden, dass der junge Staat Israel Krieg gegen arabische Armeen führte,
während er versuchte, staatliche Institutionen aufzubauen und gleichzeitig die Aliyah-Einwanderung zu absorbieren. Der offizielle Staat Israel hat den Holocaust für seine Gründung in das Staatsethos integriert. Die in den ersten Jahrzehnten vorherrschende Behauptung, Israel sei nach dem Holocaust gegründet worden, hatte weitreichende Bedeutung dafür, den Holocaust in die israelische DNA aufzunehmen und die Legitimität des Staates zu rechtfertigen. Die Behauptung ist bis heute haltbar, da es unmöglich ist, die Auswirkungen des Holocaust auf die Staatsgründung zu leugnen oder in Frage zu stellen. Einige Historiker, darunter Professor Ari Kochavi, behaupten jedoch, dass die Gründung des Staates Israel das Produkt des Kalten Krieges sei. Die Legitimität des Staates Israel würde durch sehr zynische Entscheidungen und widersprüchliche Interessen der Großmächte ermöglicht. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, das Problem der jüdischen Flüchtlinge und Vertriebenen zu lösen. Entschuldigung. Die zionistischen Führer glaubten indes, dass alle Exillösungen in Auschwitz endeten. Der Zionismus war der einzige Weg und die erhabene Lösung sowohl für die jüdische Überlebende des Holocaust als auch für das gesamte jüdische Volk auf der ganzen Welt. Antisemitismus, behaupteten sie, sei aufgrund des unnatürlichen Art zu sein des jüdischen Volkes in der Diaspora gestiegen. Wenn alle Juden nach Israel zurückkehrten, würde der Antisemitismus verschwinden. Nice try. Dazu habe ich nichts zu sagen. Die säkuläre israelische Kultur würde als Antithese zum Exil präsentiert. Der Staat sei die Entschädigung für die Schrecken, die das jüdische Volk durchgemacht hat, und die Welt schuldete es uns. Das wird für ein sehr, sehr wichtiges Thema in Israel sein. Man schuldet es uns. Als der Holocaust zu einer der wichtigsten Säulen und Legitimationsquellen der Landeswürde, würde die Dokumentation und das Gedenken an den Holocaust für das offizielle Israel zu einem der wichtigsten Instrumente. Es würde kein Versuch unternommen, die kollektive Erinnerung an den Holocaust zu leugnen. Und deshalb würde das gesamte Arsenal an kulturellen, pädagogischen, emotionalen und gesetzgeberischen Werkzeugen angelegt, um die kollektive Erinnerung zu bewahren. Bildungssystem, Armee, Medien, Kultur, Kunst, Gedenkstätten etc. trugen zur staatlichen Instrumentalisierung des Holocaust bei. Wichtige Meilensteine in diesem Prozess waren die Einweihung des Museumshaus der Ghettokämpfer 1949, die Einführung des Gesetzes zur Verfolgung von Nazi und ihre Kollaboratoren 1950, obwohl es gab keine Nazis in Israel und deshalb hat man hingerichtet die Kapos. Und die Festlegung eines formellen Datums für einen nationalen Gedenktag 1951. Die Entscheidung, den offiziellen israelischen Holocaust-Gedenktag und den Tag des Heldentums auf das Datum des Aufstandes im Warschauer Ghetto zu setzen, berührte auch auf der Notwendigkeit, das Heldentum der bewaffneten Krieger zu verherrlichen, aber nicht weniger wichtig, um die verbliebenen Juden in der Diaspora auf die schreckliche Zukunft hinzuweisen, die sie erwartet, wenn sie nicht nach Israel auswandern. Das Datum diente auch als ständige Erinnerung an den Sieg der Zionisten über das Exil. Ein weiterer wichtiger Aspekt war das Gesetz zur Errichtung von Yad Vashem. Und dazu will ich etwas sagen. David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israel, hat diesen Ort nie in seinem Leben besucht. Und das hat etwas zu sagen, das ist ein Symbol. 1953 würde Yad Vashem als offizielle israelische Institution zum Gedenken an den Holocaust benannt. In den 50er Jahren erlebten wir viele kleine private und kommunale Initiativen in Israel. Grabsteine auf Friedhöfen wurden gesetzt und Gedenkstätte errichtet. Die Migranten aus den gleichen kulturellen Räumen
organisierten sich in sogenannten Landmannschaften, Landsmannschaften und so weiter. Jedoch passiert dies in kleinem Umfang und würde nie von dem Staat anerkannt oder unterstützt. Parallel dazu würde die Angst vor der Vernichtung oder eine mögliche Wiederholung der Katastrophe aufgrund der ganz frischen Erinnerungen an den Holocaust zu einer Obsession. Die Regierung reagierte von nun an mit unverhältnismäßigen Maßnahmen auf einen Anstieg des Antisemitismus oder eine potenzielle Bedrohung. Es beeinflusste das ganze Land und stärkte den IDF, die israelische Armee. Zitat: Die arabischen Nazis können uns morgen in diesem Land abschlachten und das wollen wir nicht, sagte David Ben-Gurion gegenüber Vertretern der Opposition, meist Überlebende des Holocaust, die sich am Dezember 1951 gegen die Wiedergutmachung ausgesprochen hatten. Die Nazifizierung von Feinden und die Verwandlung jeder Sicherheitsbedrohung in die Angst vor einer totalen Zerstörung des Staates ist bis heute eine gängige und oft verwendete Phrase der israelischen Regierung sowie ihrer sozialen und kulturellen Eliten. Und es manifestiert sich hauptsächlich auch angesichts der iranischen Bedrohung heutzutage. Obwohl vor allem David Ben-Gurion häufig vorgeworfen wurde, den Holocaust zu instrumentalisieren und die Not der Überlebenden zynisch auszunutzen, war es David Ben-Gurion, der dem Mossad befahl, Eichmann in Israel vor Gericht zu stellen. Er wollte unter anderem das Bewusstsein für den Holocaust bei Jugendlichen und Einwanderern aus islamischen Ländern stärken, die mit dem Thema nicht genug vertraut waren. Der Eichmann-Prozess war ein Wendepunkt in der Haltung der israelischen Gesellschaft zur Erinnerung an den Holocaust und der Überlebenden. Es war nicht mehr die subjektiven Erinnerungen der Überlebenden, sondern der Narrativ des ganzen Landes. Die Epoche des großen Schweigens in Israel, die geprägt ist von einer Verdrängung der individuellen Erinnerungen an den Holocaust, seine Abwesenheit in den staatlichen Lehrplänen des Schulsystems und seine Randstellung im öffentlichen Diskurs, ermöglichten es, Schritt für Schritt die Erzählungen der Überlebenden zu hören und ihre Zeugnisse der Welt mitzuteilen. Noch bis in die 70er Jahre würden alle Hinweise auf den Holocaust ausschließlich in Form von enormen Dimensionen von Zahlen und Massen dargestellt. Die Trauerkultur wurde gedämpft, inhaftiert. Die Überlebenden würden gezwungen, privat zu trauern und zu leiden, in Albträumen und Verzweiflung ohne Unterstützung zu leben. Und das kann ich eigentlich von meiner Erfahrung sagen. Als Kind habe ich so in einem Block, in einem Wohngebiet gewohnt, wo es war nur Holocaust-Überlebende. Und diese Geschreierei nachts über und die Leute, die haben als Zombies ausgesehen und so haben sie in die Straßen gegangen, war bis heutzutage ein Albtraum für mich auch. In jenem Jahre zogen es gebürtige Israelis vor, nicht zu fragen unter dem Vorwand, es sei nicht höflich, sich nach beschämenden Themen zu erkundigen. Sie waren selbst mit Staatsangelegenheiten beschäftigt. Sie kämpften mit ihren eigenen Wunden aus dem Unabhängigkeitskrieg und fanden keinen Raum oder Mitgefühl für die Überlebenden. Während diese damit beschäftigt waren, ihr neues Leben aufzubauen, erkannten sie, dass es in der israelischen Gesellschaft keinen Raum gab für Mitglied- oder Opferrollen. Sie stellten fest, dass diese Haltung sie nicht dabei unterstützen würde, Israelis zu werden. Die Erinnerungen und den Wahnsinn, das sie von dort mitgebracht haben, mussten verborgen werden. Sie beschlossen auch innerhalb ihrer eigenen Familien und insbesondere gegenüber ihren neugeborenen israelischen Kindern einen Schwiegereid zu leisten. Um zu Israel zu gehören, musste man damals in der Armee dienen, Hebräisch sprechen, seine ausländischen Namen anändern,
seiner Vergangenheit entsagen und alles tun, um der säkulären Gesellschaft zu entsprechen. Das Individuum musste sich als integraler Bestandteil des Kollektivs assimilieren und nicht von der Norm abweichen. Im Gegensatz zu anderen Immigrationsländern ist der wichtige Prozess, den ein Neueinwanderer in Israel durchmacht, der Versuch, sich einen Platz in der israelischen Gesellschaft zu erobern. In Israel kann sich ein Mensch nur dann selbst verwirklichen, wenn er als Teil der israelischen Identität anerkannt wird. Ohne die Zugehörigkeit zum Kollektiv wird er benachteiligt. Hieraus folgt, dass ein Neueinwanderer in Israel geradezu eine Obsessivität darin entwickelt, dazuzugehören zu wollen. Man hat das Bedürfnis nach Intimität, nach einer familiengeprägten nationalen Einbindung und nach Anerkennung. Der Wandel kam erst durch den Verlust der Vorherrschaft Hegemonie der Arbeitspartei. Der Yom Kippur-Krieg 1973 untergrub das Machtgefühl, das Israel nach dem Sechstageskrieg erlebte. Zum ersten Mal wurden viele israelische Soldaten in Syrien und Ägypten in Gefangenschaft genommen. Ihre im israelischen Fernsehen gezeigten Gesichter erreichten jedes Haus. Der Mythos des unbesiegbaren israelischen Helden wurde absolut erschüttert, zerstört und in Frage gestellt. Zum ersten Mal eröffnete sich eine Möglichkeit, nicht Helden als Teil der israelischen Gesellschaft zu akzeptieren. Die Verzweiflung, Kritik und Desillusionierung des regierenden Arbeitspartei, begleitet von zahlreichen Korruptionsaffären, ebnete den Weg zum Aufstieg der Likud-Partei unter der Führung von Menachem Begin. Begin, selbst ein Holocaust-Überlebender, der 1942 nach Israel kam, war tief im jüdischen Leben in der Diaspora verwurzelt und von Holocaust heimgesucht. Er verkörperte die Haltung, dass die ganze Welt gegen uns ist, und fügte jedoch hinzu, dass die Welt uns schuldet und wir das Recht haben, zu fordern und unsere Handlungen zu verteidigen. Unter seiner Herrschaft wurde der Holocaust zu einer praktischen Industrie, die genutzt und instrumentalisiert werden konnte, wenn immer es seiner politischen Agenda entsprach. Der Holocaust verlor seine Singularität. Er wurde als Symbol für Katastrophen und Finanzprobleme genutzt, sowie zur Legitimation politischer Agenden, wie zum Beispiel die Bombardierung des irakischen Nuklearstandorts 1981. Weitere Folgen waren die Anordnung von Holocaust-Studien als obligatorisches Fach im israelischen Schulsystem, sowie der Aufstieg der Jugend-KZ-Tourismus nach Polen, welcher enorme Macht erlangte. Natürlich ist es nicht KZ-Tourismus in Israel genannt. Das ist diese Reisen, dass die 11. Klasse israelische Kinder nach Polen macht. Aber was fehlt da in diese Reisen, ist eine sozusagen Weltanschauung von Moral, von etwas ganz anderes. Aber was man zeigt, diese Kinder, ist 5 KZs in 5 Tage oder so etwas. Und wenn sie nach Israel kommen, haben sie alle ins Kopf, das Meer wird keine, diese Katastrophe wird nie mehr stattfinden, kein Holocaust mehr. Und dann kommen sie sehr nationalistisch und ein Jahr danach gehen sie im Militär, and the rest is history. Parallel dazu ermöglichte der Machtantritt der Likud erstmals den bis dahin unsichtbaren Teilen der israelischen Gesellschaft eine Stimme zu erheben, die Mizrachi-Juden, diese orientalische Juden. Es würde ihnen möglich, ihre Geschichten zu teilen und neue Informationen und Beweise für das Schicksal der Balkan- und nordafrikanischen Juden während des Holocaust zu veröffentlichen. Gleichzeitig erschien ein Wandel, die Zugänglichkeit privater Erinnerungen in die öffentliche Sphäre der israelischen Gesellschaft zu ermöglichen. Zum ersten Mal seit 30 Jahren konkurrierte das private Gedächtnis erfolgreich mit dem kollektiven Gedächtnis. Initiativen wie Blätter des Zeugnisses oder die sogenannte Oral History, also die mündliche Erzählung,
dienten als Dokumentationenverfahren zum Gedenken an die Individuen. Die Erinnerung an den Holocaust ist zu einer umfassenden Mosaik aus ausschlussreichenden Zeugnissen geworden, über Geschlecht und geografische Lage hinausgehend und der persönlichen Erinnerung derjenigen, die bisher ausgeschlossen waren. Nach der Sperrstunde tanken viele Trinker für einen Fünfer auf, der Preis für eine Flasche Borisov. Doch der beliebte Schnäppchen-Wodka ist an diesem Morgen wieder mal ausverkauft. Wer sich zu... Okay. God works in serious ways. Während sich das geschichtswissenschaftliche kollektive Gedächtnis des Holocaust auf einer rhetorischen, deklarativen Ebene befand, enthüllten sogenannte Graswürzi-Geschichten die persönlichen, individuellen Aspekte und machten sie zu einem integralen Bestandteil der gesamten Gesellschaft. Die jungen Israelis der 80er Jahre, bekannt als zweiten Generation der Holocaust-Überlebenden, erkannten, dass sie ihre Identität und ihre Wurzeln verlieren würden, wenn sie die Geschichten ihrer Eltern nicht dokumentieren. Sie erkannten die Bedeutung der Beleuchtung dieser Geschichten in alle ihre Facetten. Obwohl viele von ihnen Nachkommen der stillen Epoche waren, zögern sie nicht, sich mit schwierigen und ambivalenten, verwirrenden Fragen zu konfrontieren. Sie setzen sich mit sehr schmerzhaften Themen auseinander und berührten offene Wunden. Für diese Generation war dieser Prozess nicht einfach, weil es sich in der jüdischen Tradition nicht gehört, über Verstorbene schlecht zu sprechen und insbesondere über Holocaust-Opfer. Und es war bis heutzutage sehr, sehr schwer und verwirrend sozusagen. Man darf nicht schlecht über die Toten reden, sagt man in der jüdischen Tradition. Sie mussten diese Haltung überwinden, um sich auch die schmerzhaftesten Fragen in Bezug auf ihre Mitjuden zu stellen, um die bösartigen Handlungen der jüdischen Menschen gegen ihre eigenen Brüder und Schwestern aufzudecken, welche nicht mit der jüdischen Moral in Einklang standen. Der Holocaust würde langsam Teil der israelischen Identität, präsent, existierend und nicht nur im Interesse der Politiker oder als Phänomen, das sich auf eine andere Planeten ereignet hat, wie es KZ-Nick während der Eichmann-Prozess beschrieben hat. Die Rückverbindung zum Holocaust würde in einer Zeit hergestellt, in der die kollektive israelische Identität fragil und fragwürdig wurde. Das Finden der eigenen Wurzeln und des eigenen Erbes würde zu einem hochrelevanten Thema. Neben der Wut über die kulturelle Enteignung der Mizrachi-Juden aus der israelischen Narrativen, begannen auch Holocaust-Überlebende, sich dem erzwungenen Prozess des Schweigens oder der Demütigung zu widersetzen. Sie forderten Anerkennung und Raum, um ihre Geschichten zu teilen. Ab den 80er Jahren übernahm die zweite Generation die Führung bei Gedenken an den Holocaust. Für sie war und ist der Holocaust eine Metakultur, ein kulturelles und persönliches Trauma, das ihnen eine unauslösliche Erinnerung hinterließ, ihre kollektive Erinnerung prägte und ihre Identität für immer veränderte, auch wenn sie den Holocaust nicht direkt erlebten. In Ermangelung der Möglichkeit, ihre Toten zu betrauen, würde ein Prozess der Identifikation mit ihren Eltern und ihren ausgerotteten Familienmitgliedern geschaffen. Diese Metakultur würde zu einem Eckpfeiler der neuen israelischen Zivilreligion. Es verwaltet das Verhalten und die Einstellung des Einzelnen und der Öffentlichkeit zu Fragen über Sicherheit, Kultur und Bildung und ist ein Faktor für Solidarität, Integration und Konsens. Die zweite Generation öffnete die Tür zu einer intensiven Beschäftigung mit der Repräsentation und Bewahrung des Holocaust. Veröffentlichung von Zeugnissen, Produktion von Filmen, Dokumentationen, Reisen in die Heimatstätte ihrer Eltern,
Errichtung von Museen, Denkmälern, Gräbern, Aufführungen durch Alternative, Kunstausstellungen und so weiter. Begleitet würde der Prozess von Recherchen und der Ansammlung von breiten und intensiven Wissen über die verschiedenen Schichten des NS-Regimes. Sie fühlen sich verpflichtet, die Erinnerung an ihre Familien, Traditionen und ihre Erbe sozusagen als anhaltende Gedenkkerzen zu bewahren. Gewillt, ihre persönlichen und kollektive Erinnerungen an die dritte Generation weiterzugeben. Die Holocaust-Erfahrung sollte Israels Moral in Frage seit die erste Intifade 1986 und die erste Irakkrieg 1990 und trug dazu bei, eine sinnvolle Diskussion über die Behandlung der Palästinenser durch Israel heute zu fördern. Es war der Beginn einer Kampagne gegen die heilige Kühe und gegen die Axiome und Glaubenssätze, nach denen wir in Israel erzogen wurden, dass sich Jugendliche freiwillig für Kampfeinheiten meldeten, um für ihr Land zu sterben. Als wir Kind waren, hat man uns gesagt, es ist gut zu sterben für unser Land. Niemand hat gesagt, es ist auch gut zu leben für unser Land. Das kam überhaupt nicht in Frage. Dieser Damm würde zu jener Zeit gebrochen. Die dritte Generation zerriss die Fesseln des Schweigens. Sie schafften innovative, alternative Initiativen und nutzen verschiedene Medien, um die Wichtigkeit zu vermitteln, die die Bewahrung des Familiengedächtnisses und der individuellen Erfahrungen für das kollektive Gedächtnis hat. Einer der jüngsten Beispiele ist Ever Stories auf Instagram und die erfolgreichste Initiative Erinnerung im Wohnzimmer in ganz Israel und im Ausland. Heute lassen sich drei Arten der Holocaust-Erinnerungskultur unterscheiden, sagte Professor Anita Shapira. Erstens die Behandlung des Holocaust als Quelle staatlicher Legitimität. Zweitens der private und unmittelbare Bezug auf die Erinnerung an den Holocaust. Und drittens, und dies gilt für einige Angehörige der zweiten und dritten Generation, die Anneigung des Holocaust sozusagen als Ersatzidentität statt der Identifikation mit dem Nationalstaat Israel, welche die Diaspora für lange Zeit nicht anerkannt bzw. gewertschätzt hat. Vielen Dank für das Zuhören. Danke sehr.